Tag, Servus und hallo, Iis. Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Zelda. Wir haben hier aufgehört bei diesem schönen Ofen. Und ja, reden einfach mal mit dem, was der uns denn so für uns tun kann. Ich danke dir sehr für das Vertreiben der Eindringlinge. Ich verarbeite hier Sonanium zu anderen Materialien. Doch ich musste die Flucht ergreifen, um nicht entdeckt zu werden. Wenn du es wünschst, kann ich dein Sonanium gegen verarbeitete Materialien tauschen. Du verarbeitest es? Dabei wird Sonanium in einen Ofen geschmolzen und so in Materialien mit anderen Eigenschaften umgewandelt. Diese Materialien sind Sonor-Energie-Sphären und Sonor-Energie-Kristalle. Ja. Sonor-Energiesphären versorgen Sonor-Bauteile und Konstrukte mit Energie. Sie können daher genutzt werden, um die Energie deiner Batterie wieder aufzufüllen. Oder platziere sie in einem Kapselspender, um Sonar-Bauteile zu erhalten. Soll ich noch etwas erklären? Ja, Sonar-Energiekristalle enthalten Sonar-Energie in fester Form. Sie werden hauptsächlich als Rohstoff für den Bau von Batterien verwendet. Kürzlich von mir gewonnene Materialien findest du in den Regalen dort. Bitte sieh dich um. Okay, okay, du stellst jetzt, glaube ich, nichts für mich her, aber bei dir kann ich... Was ist Sonanium? Ist ein grünlich schimmernder Rohstoff, der in diesem Gebiet in großen Mengen abgebaut werden kann. In diesem Gebiet? Doch, wir sind ja unten. Ich kann Sonanium zu anderen Materialien verarbeiten. Außerdem gibt es noch das extrem seltene, große Sonanium. Es führt bei der Verarbeitung zu besonders guten Resultaten. Also du direkt machst jetzt nichts für mich, aber ich kann hier kaufen. Aber ich kann ihm nichts geben. Ich tausche ja ein. Ach ja, es ist ja meine Währung. Große Sonor-Energiesphäre kostet mich ein großes Sonanium. Ist das jetzt ein guter Deal? Will ich das? Sonor-Energiesphären kosten mich 2 Sonanium. Großer Sonor kostet mich 3 große Energiekristalle. Große Sonanium. Oh mein Gott. Ich habe euch vorgewarnt. Das ist jetzt die dritte Aufnahme in Folge. Bei euch ist jetzt Freitag. Ihr habt jetzt Wochenende. Bei mir ist noch Mittwoch. Ja, Mittwoch. Have fun mit meinem Hirn. Sonor-Energiekristall. Auch 3 Stück von denen. Okay, also wir brauchen ja auf jeden Fall die hier, damit wir uns die Batterie erweitern können. Und die brauchen wir wahrscheinlich auch. Oh Gott, jetzt lass mal rechnen. Hier 3 große. Okay, wir haben keine Umrechnung von klein und groß Sonanium, also passt schon. Hier könnten wir welche mitnehmen. Könnten alle mitnehmen. Wie viel liegen denn hier? 2, 4, 6, 8, 10, 30 Stück. Das heißt, es würde uns 90 kosten. Die können wir doch mal alle mitnehmen, oder? Das haben wir ja. Ja. Ich nehme alles. Abgemacht. Okay, das ist schon mal gut. Die brauchen wir ja wirklich. So. Dann nehmen wir die hier noch mit, würde ich sagen. Obwohl wir nicht so viele große Sonor haben. Aber wir brauchen ja die Kristalle. Wir wollen eine große Batterie, damit wir später schön weit fliegen können und andere Dinge tun können. Also wir wollen eine große Batterie. Also würde ich sagen, nehmen wir das mit. Sonor-Energiesphären haben wir 84 Stück. Das ist, damit wir Bauteile aus diesen Spielautomaten kriegen. Ich habe bisher noch nicht viel damit gearbeitet. Könnte mich auch jedes Mal beschweren, wenn da so ein Reisekocher rauskommt, ein Reiskocher. Bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Und als Energiequelle haben wir jetzt auch noch nicht so viel mit. Da bin ich eher dafür überzeugt, dass wir versuchen, unsere Batterie auszubauen, statt dass wir so Teile benutzen. Zeitweilig unbegrenzt. Enorm energiehaltige Sonor-Energiesphäre. Sie kann an einem Kapselspender verwendet werden oder kurzzeitig den Batterieverbrauch stoppen. Leute, ihr kennt euch doch aus. Ihr seid doch Profis. Wenn ich das Ding hier in so einen Spielautomaten werfe, kriege ich dann mehr oder andere Sachen raus? Also nützt mir das was, sowas Großes reinzuwerfen? Oder ist es der gleiche Effekt, wie wenn ich hier einfach 5 oder 10 von denen reinwerfe?
Ich will es nicht testen. Ja, dann nehmen wir die hier mit. Ich nehme alle. So, und hier haben wir ja schon ein paar gefunden. Ich sehe hier noch nicht den Sinn, warum wir die mitnehmen sollten. Das lassen wir immer noch. Wir lassen die zwei Sachen da. Ja. War da unten noch was? Waren wir da schon? Ich glaube, unten waren wir noch nicht. Gehen wir mal nach unten. Ist das Prinzessin Zelda? Ach, hier fangen die neuen Figuren an. Ah! Man folgt den einen, um dann den anderen zu folgen. Nein, es sind andere Figuren, die einen woanders hinbringen. Lass mal angucken. Tulin! Man erkennt nicht, wer das ist. Nee, das sind normale Ohren. Das heißt, das ist hier ein Mensch. Okay. Sonst irgendwas hier unten? Das ist halt auch noch interessant. Aber ich würde sagen, wir fliegen mal darüber und gucken uns da um. Wir werden uns hier unten eh auch noch weiter umschauen, auch wenn wir jetzt was überspringen. Dann werde ich später auch noch mal gucken, dass wir da was finden. Was ist das hier? Das sieht aus wie ein Bruder. Wir haben einen Bruder gefunden. Hallo, Bruder. Dass man hier nicht alles entdecken kann. Es ist so wichtig, rumzulaufen. Und wie tief das da noch geht. Und ich dachte schon, wir haben alles. Da kann man beten. Aber wir holen uns erst die Dinger da drüben. Dann können wir mehr beten. Wenn wir uns doch nichts kaufen. Jetzt haben wir Luke. So, bevor wir mit dem reden, Hashtag Werbung, Hashtag Business. Schaut doch mal gerne auf meinem Instagram-Account vorbei, den will ich jetzt ein bisschen hochziehen. Und würde mich freuen, wenn ihr da ein bisschen Support da lasst. So, jetzt reden wir. Vergessenes Plateau, Schlosstor, gefangen auf dem Grunde des Wassers. Okay, das ist wichtig für uns. Vergessenes Plateau am Schlosstor. Ist jemand gefangen und auf dem Grunde des Wassers. Aber wir können ja gar nicht tauchen. Was? Wahrscheinlich unter uns. Wahrscheinlich müssen wir da unten irgendwas tun. Wahrscheinlich ist seine Seele unten irgendwo gefangen. Müssen wir freilassen, damit wir hier beten können. Ist ja hier noch richtig, ist ja noch richtig Action. Ich dachte mir schon, wir fahren oben gleich mit dem Gleiter los. Aber es lohnt sich halt doch immer wieder noch ein bisschen gucken zu gehen. Hier noch welche im Dunkeln? Nein. Schade. Da unten ist Wasser. Es leuchtet da rot. Okay, Bauteile. Können wir noch tiefer? Ich traue dem nicht, wenn das hier so dunkel ist. Weißt du, ich da hinten einfach eine Kiste hinstellen, findet keinen Schlumpf. Ich habe so ein Déjà-vu an Unholy, da bin ich auch. Das ist auch ein Let's Play hier auf YouTube, so ins Dunkeln reingerannt, so wie ihm gerade. Und dann stand da ein Zombie und ich habe einfach mal mit ihm gekuschelt und ich habe einen mörderlichen Schreck bekommen. Wer es sehen will, ist in den Shorts. Du bist ganz schön groß, gehört euch alles zu hier? Okay, das scheint hier gespiegelt zu sein. Wir müssen gucken. Es tut mir leid. Also, es interessiert euch sicherlich ja auch, ob hier in der Ecke vielleicht doch eine Kiste steht. Tut's aber nicht. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe so. Wir haben noch so unendlich viele Spielstunden vor uns. Aber ich bin jetzt schon traurig, weil alles hat mal ein Ende. Wir genießen natürlich. Ach, ich wollte keinen Windstoß. Wir genießen natürlich ohne Ende, aber irgendwann ist es vorbei. Noch ist alles so neu und unentdeckt. Ich traue der Sache nicht. Ach, hier kann man hoch und runter gleiten.
Ich hätte vielleicht nicht einen 30er Bogen benutzen sollen, um die ganze Zeit Pfeile zu schießen. Jetzt ist es zu spät. Okay, das können wir uns aber merken, wenn diese Irrlichter trotzdem, also wirklich respawnen. Anscheinend tun es hier ja Dinge, weil Pilz und so wächst ja auch neu. Dann können wir hier doch einige Irrlichter einsammeln. An diesem Plateau. Nee, Mine. Mine. Das ist eine Mine. Mal gucken, ob man hier was einsammeln kann. Nein. So, da kann man wieder... Das ist eigentlich nur zum Hoch- und Runterfahren. Das ist eine Konstruktion, um einen Aufzug zu bauen. Sondern wenn ich das jetzt hier nehme... Ich kann das gar nicht da wegnehmen. Macht der eigentlich automatisch jetzt Blaupausen, wenn er meint, es ist interessant genug? Oder muss ich das aktivieren? Wieso sind denn hier so viele Aufzüge? Da ist ein Aufzug. Irgendwas ist hier seltsam. Kiste. Na gut. Das sind sehr große Hände. Yeah. Alle mitnehmen. Okay. Die Hände sind doch bestimmt so Hände, oder? Das ist doch eine Falle. Okay, ein großes Sonanium und ein Speichervorgang. Lass mal dagegen schlagen. Da kann man durchschlagen. Das heißt, das Ding kann weg. Kann man hier durchschlagen? Kann man da durchschlagen? Ist mir egal. Ich bleib bei meiner Einbildung. Dem Grund des Wassers. Du bist ein sehr großer Bruder. Warum baut man um dich herum Dinge? Kannst du laufen? Das ist doch, hier ist doch bestimmt irgendwo ein Mechanismus. Das sieht doch aus wie so eine Druckplatte, die wir schon mal geöffnet haben. Nur halt jetzt senkrecht. Ja, das kann sich öffnen. Wie öffnest du dich? Wie öffnest du dich? Ich habe keinen Plan. Muss man jetzt hier eine Druckplatte suchen? Müssen wir jetzt doch ein bisschen rumrennen? Oder können wir es noch gar nicht öffnen? Ein bisschen blöd hier, ne? Hier ist nichts zum Bauen. Naja, aber wir haben ja Füßchen. Zwei gesunde Füße. Boah, hier kommen bestimmt gleich so Hände raus. Oh, ich dachte gerade, das sind Hände, aber es sind keine Hände. Das reicht für euch. Viel aushalten tut ihr ja nicht. Ihr seid nur nervig. Oh, ein bisschen leiser auf mein Öhrchen. So, ein bisschen lauter. Schwierig. Was war das? Was? Okay.
Ja, dann fange ich mal wieder an, Schwachsinn zu reden, während wir hier einen langen Weg laufen. Ich habe mich gefragt, was euch vielleicht noch interessieren könnte. Jetzt laufen wir zu dieser Wurzel, zu der wir eigentlich fahren wollten. Würde euch gegebenenfalls andere YouTuber, wenn sie frisch anfangen, ein bisschen was gemacht haben, die hauen ja dann manchmal raus. Wer bin ich? 50 Fragen zu mir oder sowas. Würde euch sowas interessieren? Ein paar Infos zu mir persönlich. Wer ich bin, was ich mache, warum ich es mir leisten kann, um einem Mittwoch um 16 Uhr zu zocken. Irgendwas in die Richtung. Interessiert euch das? Oder sagt ihr, nee, interessiert mich nicht. Also, wen es interessiert, einfach mal in die Kommentare schreiben. Dann überlege ich mir mal was. Und vielleicht auch, was euch interessiert. Ablegen. In die Hand. Ablegen. Aufsteigen. Nein! Oh, Mann. Das wollte ich nicht. Der Grundgedanke war gut. Die Umsetzung war mal wieder für ein. Okay. Das hat doch jetzt nichts gebracht. Das heißt, wir müssen mit irgendwas hier runterfahren. Ey, irgendwann kommen doch bestimmt wieder diese Glubschhände irgendwo raus. Da oben ist Wurzel. Geben wir erst Wurzel. Hallo. Dann sehen wir hier ein bisschen mehr und verstehen vielleicht, was das hier von uns will. Och, da war es wieder. Nee, nicht so. Das Erste, was ich immer versuche, klingt immer wie kleine Schweinchen. Hallo. Au. Naja, wir fassen ja gleich eine Wurzel an. Ein Opal. Sehr cool. Wie viel hatte die eine Hose gekostet? 400, glaube ich, ne? Können wir uns die bald leisten. Aber ich würde eigentlich lieber aufs Mittelteil sparen. Wo waren jetzt hier... Wo ist jetzt die Wurzel? Über uns, oder? Ja. For Coffee. Verdammt. Na gut. Keine Time for Coffee. Okay, was haben wir hier? Alchemiekonstrukt, Magiestatue. Das sieht interessant aus. Was ist das? Das sieht aus wie so eine Mine, die wir ganz am Anfang hatten, als wir hier runtergegangen sind. Und die uns ein... Oh, das geht tief. Und uns Klamotten gegeben hat. Das bringt überhaupt nichts. Da sind Bösis. Aber da sind auch Irrlichter. Und da sind Irrlichter. Und weil wir es können, gehen wir einfach direkt rein. Sandigi?
Steht da was auf der Brücke oder ist das einfach nur rot? Wir gehen direkt zur Kiste. Und wer kann, der kann, ne? Wir können. Leute! Untertagehose. Für die Arbeit im Dunkeln entwickelte Hose, die dank der Verarbeitung biolumineszenter Substanzen die Umgebung erhält. Sound ist alles auf. Gerade gedacht. Ja, sehr cool. Jetzt leuchten auch unsere Buchsen. Mega! Jetzt wollen wir nur noch eine Kopfbeleuchtung haben. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Ich freue mich. Schick. Schick, schick, schick. So, aber hier ist doch irgendwo ein Rätsel. Also jetzt nicht direkt hier, aber jetzt auch so tief. Wir gehen mal runter. Oben mit dieser Schiene, das ist doch irgendein Rätsel. Mehr? Ja. Sehr gut. Da war ein großes dabei. Kann man sein Glück eigentlich erhöhen, dass man das öfter findet? So, hier nehmen wir jetzt wieder einen Pfeil und befestigen da dran. Eine Donnerblume. Ich muss gerade an den Kommentar denken, der mir geschrieben wurde, dass ich eine Bombe dran machen kann. Und ich habe, glaube ich, geantwortet, habe ich dann schon Bomben? Und wahrscheinlich hast du das gemeint. Einfach nur eine Donnerblume. Ist ja eine Bombe. Sehr schön. Zwei Blümchen, um die ganze Wand abzuhauen. Das gefällt mir. Dann gib mir ein großes. Ja, da war ein großes. Ich glaube sogar zwei. Schön. Ja, wir kriegen die schon voll. Ich habe so das Gefühl, das wird heute wieder eine etwas ruhigere Session. Sind wir hier fertig? Ach, ich freue mich über die. Ich freue mich über jedes Rüstungsteil. So, da gab es ja jetzt da noch ein paar Irrenlichter. Die würde ich eigentlich auch ganz gerne mitnehmen. Aber da waren so Gegner. Was ist denn das hier? Du willst mich doch verarschen. Wollen wir da runter? Ach ja. Wegen einem Teil. Aber wir leuchten jetzt schön, ne? Wenn man jetzt richtig schön gut Licht. Das war ordentlich knapp, beinahe wären wir nicht hochgekommen. Okay. Da ist eine Blume, aber die lassen wir jetzt mal kurz stehen. Ich habe hier gerade an der Nase mich gerade angreift. Ich krieg gleich so eine gewatscht. Die kämpfen genauso gut wie ich. Immer schön daneben. Oh. Und da war der Loot weg. Nein, gib mir mein Horn.
Davon haben wir schon ein paar. Die kann man gut verkaufen. Was ist los? Ich habe übrigens angefangen für die Leute, die ein bisschen ungeduldiger sind oder nur wissen, was so passiert in den Folgen und schauen, ob da was bei ist, was sie interessiert oder auch nicht. In die, wieso kriege ich denn jetzt hier Raketen? Für dich vielleicht? Angefangen unten reinzuschreiben, in die Beschreibung, was immer zu welcher Zeit hier so passiert. Ach, da waren ja noch Waffen gewesen. Genau, also gerne auch, wenn ihr euch spoilern lassen wollt, in die Beschreibung gucken. Da versuche ich es jetzt immer mit Angabe von Zeit und eben was so ist, reinzuschreiben. Oder eben nicht spoilern lassen. Ich sehe es so wahr. Nein, geh doch da durch. So, sind wir von da gekommen oder müssen wir da hin? Ach, guck mal, da ist wieder eine Statue. Das ist jetzt eine andere Statue. Und da sind noch ganz viele Öllichter, die holen wir uns. So, weil wir gleich aufs Maul kriegen, speichern wir mal kurz. Ein Höhleneingang oder tut das nur so? Ich glaube, das tut nur so. Ich glaube, vielleicht waren wir doch schon drin. Oh, da ging noch. Noch gerettet. So, lassen die uns in Ruhe? Dann würde ich gern dran vorbeigehen. Das ist eigentlich auch ganz schön, ne? Das Spiel lässt einen auch die Wahl. Willst du kämpfen? Willst du... Ach, das habe ich schon mal gesagt. Nicht kämpfen. Okay. Oh, dahinter sind noch welche. Mm. Wir können ja mal... Es war jetzt nicht unbedingt besser. Das war besser. Na komm, einer geht noch. Hat er den jetzt... Was macht er mit ihm? Lol, er wirft ihn hier hoch. Wie cool ist er denn drauf? So, euch kriege ich hin. Bilde ich mir ein. Ich weiß nicht, ob nicht noch einer lebt. Wahrscheinlich nicht. Gibt es eine Ausrüstung, die einen schneller laufen lässt? Ich glaub, die würde ich mich vielleicht mal kümmern. Schön mitkommen. Ich bringe euch in die nächste Stufe des Lebens. Oder auch nicht. Vielleicht verspeist ihr euch auch und eigentlich seid ihr nur... Naja,
Das Dessert vom Bruder? Man weiß es ja nicht, ne? Er sagt zwar, er gibt sie weiter in eine andere Welt, aber wissen tun wir es nicht. So, ist hier noch was? Dahinter vielleicht? Nein. Ich habe gesehen, wir haben einen Pilz, den haben wir erst zweimal. Das ist nicht viel. Wir machen uns mal noch so ein... Hier, Hammerding. Für den Fall der Fälle, dass uns das ausgeht. Weil wir müssen ja hier viel abbauen. Welcher Statue folge ich denn jetzt? Da sind auch noch welche. Da war doch auch gerade eins da hinten. Gehen wir erstmal darüber. Wenn wir schon mal hier oben sind, dann holen wir uns das da auf den Pilz. Ah, Tulin war noch nicht ready. Ich hätte noch warten sollen. Du bist aber kein Besonderes. Du bist einfach nur hier oben. Das ist ja direkt ärgerlich. Wäre ich jetzt von hier gekommen oder nicht? Wo die Statuen? Naja, aber wenn das die Statuen sind, dann zeigen sie ja wieder dahin, von wo wir gekommen sind. Ja, genau. Dann zeigen die ja von überall, wo man kommt, dahin. Dann müssen wir denen nicht mehr folgen. Ist das richtig? Irgendein Geheimnis ist da trotzdem noch drin, das wir jetzt irgendwie nicht lüften können. Ärgerlich. Dann fliegen wir... Wo fliegen wir denn hin? Zu den Irrlichtern? Oder zu den Irrlichtern? Wir fliegen erst zu denen und fliegen dann zu den anderen. Ich hätte mir die anderen Statuen schon markieren sollen. Von der Frau. Naja. Too late. Gönnen wir uns mal einen Pfeil. Ja. Dahin. Jetzt müssen wir wieder ganz nach vorne. Oh Mann. Ist die Bombe eigentlich immer gleich stark oder skaliert die mit dem Bogen, mit dem man schießt? Unter uns geht es halt jetzt auch gerade weiter. Wir sind doch schon im Untergrund. Warum muss es im Untergrund noch tiefer gehen? Da. Sind wir da rausgekommen? Ich habe keinen Plan. Es könnte sein, dass wir da rausgekommen sind. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Da gehen wir gleich hin. Gut, da waren wir schon. Dann gehen wir da hoch. Wahrscheinlich waren wir da oben auch schon. Da ist wieder eine Statue, aber die andere. Eigentlich müssten wir jetzt auch einmal hochgehen. Zur guten, wie hieß denn die Kleine? Zu der Kleinen und Bericht erstatten. Okay, hier sind interessante Dinge. Von hier kann man wohl was rüber transportieren. Okay. Unter uns ist so viel Miasma. Falsche Waffe, aber egal. Ihr werdet es mir verzeihen. Die Frage ist, kann ich es mir verzeihen? Wenn wir dann doch kein Prügel mehr haben, kein Hammer. Was ist das? Achso, ein Aufzug. Gott sei Dank leuchten wir. Okay, hier ist sehr viel rot. In den nächsten Folgen möchte ich auch unbedingt mal die Stelle abgehen, die wir schon haben, und den Hunden unbedingt Fleisch geben, damit wir die Schätze holen. Da habe ich sehr viel Lust drauf. Ach komm, ich bin vorbei. Na gut. Ein bisschen zumindest. Warum kann man hier runter? Zurück. Gerade eben hat man so kleine Stimmen gehört, die so gemacht haben. Dachte ich, dass der ja das Interessante ist, aber da war nichts. Ich lasse das mit dem Dialekt. Es tut mir leid. Ach, so passiert mir das immer. Was kann man denn hier runter? Es ergibt keinen Sinn, dass man hier runter kann. Das hat keinen Sinn. Warum? Ach, da oben sind kleine Viecher. Die habe ich gehört. Die kleinen Schnuggis da drüben. Da seht ihr sie. Jetzt fahre ich doch mit den Dingern, fahre ich doch einfach nur wieder zurück, oder nicht? Es hat sogar ein Licht vorne drin. Wahnsinn. Wir bappen noch ein zweites Rennen. Vielleicht lernen wir so die Mechanik? Ups.
Da! Lass mal kurz gucken. Das nimmt jetzt das ganze Ding. Also wir müssen jetzt alles, was wir finden, wenn wir sowas finden wie hier, einfach nur was Kleines dran bappen. Dann haben wir so wie hier das ganze Ding entworfen. Mit allem, was da schon dran ist. Okay. Ich verstehe. So, hier geht's nicht lang. Was ja nicht heißt, dass wir nicht da drüben weiter können. Na gut, vielleicht kann man da wirklich nicht weiter. Ja, dann fahren wir doch wieder zurück, weil wir der anderen Figur folgen wollen. Nehme ich hier noch was mit? Wir haben Raketen, wir haben Ventilatoren. Ist jetzt nichts, was ich mir irgendwo ranbappen möchte. Nee, das lassen wir. Ich wollte nur gucken, ob es noch genug Batterie hat. Jetzt sind wir hier. Okay. Naja, immer ein paar Irrlichter. Ich glaube, das ist nur, wenn man von der anderen Seite kommt, oder? Dann kann man den Weg gehen. Wir sind halt von oben gekommen. Okay. Jetzt möchte ich mal was schauen. Und zwar, wir haben aktuell Sonor 262. So, jetzt machen wir mal die Fähigkeit. Ich finde es schon blöd, wenn die Fähigkeit was kostet. Muss ich ehrlich sagen. 18. Das ist schon... Ich meine, da kann ich mich auch hinstellen und es selber bauen. Ich meine, 18 Stück ist wirklich viel. Ja, oben. Da oben rechts steht's. 18 tut schon ein bisschen weh. Ich verstehe auch nicht, warum das was kostet. Warum machen sie das? Wie waren wir vorhin, oder? Jetzt sind wir unten wieder. Ja. Nee, jetzt sind wir wenigstens wieder hier, um der anderen Figur zu folgen. Aber wie macht man das denn hier auf? Ich habe keine Ahnung. Steht da was? Ist das eine Steintafel? Nee. Tja, das müssen wir uns wohl noch gedulden. Machen wir hier doch mal ein Kistensymbol, dann wissen wir, dass wir hier auf jeden Fall nochmal zurück müssen. Ich möchte mit dem da hochfahren. Ich weiß nicht, ob der noch uns was anderes zeigt. Sieht ein bisschen aus, als wären das Ketten für ihn, ne? Und da sind wir gekommen. Lass doch mal kurz mit ihm reden.
Nee, in der Nackenfalte versteckt sich auch nichts. Da kommen wir nur oben raus, ne, wo wir gekämpft haben. Wahrscheinlich in der Arena. Sag mal, ich habe keine Orientierung. Gut, dann folgen wir der Statue. Das wird heute nichts mehr. Vergessenes Plateau. Schlosstor. Gefangen auf dem Grunde des Wassers. Gut. Dann auf zur nächsten Gabe der Götter. Wer weiß, was das sein wird. Kann man auch überall hinfahren. Okay, wie markieren wir uns auch die gute? Und zwar markieren wir uns die aber anders. Ups. Für die nehmen wir ein Herzchen. Das können wir ein bisschen abkürzen. Jetzt, Kaffeezeit. Glucks. In der Kopfhörer rutsche runter. Okay. Ah, wenn man sich dahin teleportiert, dann heilt man auch. Schön. Anscheinend müssen wir dahin. Ja. Ich bin gespannt. Aber ist schon krass, dass man ja eigentlich hier unten im Prinzip geschenkt bekommen hat, so eine ganze Fähigkeit. Na? Wenn man zu schnell drückt. Oh, hä? Ist das schon das nächste? Wer haben wir denn jetzt eigentlich von der Karte? Oh, es ist immer noch so wenig von der Karte. Aber zwei Rüstungsteile auf dem Weg gefunden. Ist ja nicht schlecht. Hi! Verdächtige Statuen. Diese Statuen sind wirklich seltsam. Du bist doch auch wieder so ein... nicht netter. Das will ich dir gern beantworten. Sieh dir diese gewaltige Statue mal genau an. In der Dunkelheit hier sieht man es nicht so leicht. Aber da drüben ist auch eine. Diese Statue hier scheint in der Richtung der nächsten zu blicken und dann immer so weiter. Aber du wirst den Statuen wohl nicht mehr folgen können, oder Link? Wer weißt du meinen Namen? Stirb! Das war ja easy mit dem Hammer. Okay. Das war überraschend. Ich wollte eigentlich noch die Waffe wechseln, dann dachte ich mir so, wow, YOLO. Warum gibst du uns hier so ein Teil? Kann ich dich benutzen? Ich kann ihn nicht sogar benutzen. Also wir könnten hier hochschweben. Das bringt uns ja auch nicht viel, es ist ja alles dunkel unter uns.
das gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, was ich mir denke. Ist das jetzt so ein... so eine richtige Hochburg hier? So ein schwebender Geist von hier unten, die ich oben schon nicht leiden kann? Die einem immer so besondere Stäbe geben? Da. Was ist das denn? Alles klar. Okay. Ist das hier die... ah, das könnte die, das Hauptquartier von diesem Bösen sein. Yokuga Koga. Was bist du denn? Wollen wir da rein? Ich weiß nicht. Oh, hier kann man sich was bauen mit Sprungbrett und allem. Also hier... das Spiel will unbedingt, dass man hier in die Höhe geht. Da kann man sich so verteidigen. Ich will aber nicht in die Höhe. Wenn ich in die Höhe will, kann ich auch das Ding da hinten nehmen. Es geht viel schneller. Will ich in die Höhe? Die Idee hatte ich auch gerade, es da oben hinzustellen. Ist ja praktisch, dass da noch eins steht. Jungs. Wie hab ich euch denn zusammengeschustert? Wieso passiert mir das immer? Wieso passiert mir das immer? Also in Real Life bin ich nicht so ein Tollpatsch. Kann man die wieder zurücksetzen eigentlich? Ja, gleiten wir da einfach mal rein und gucken, was passiert, hm? Nehmen wir mal eine ordentliche Waffe. Total ordentlich. Und vielleicht ein anderes Schild. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir dieses Schild nehmen. Oh, er sieht uns gleich, er sieht uns gleich, er sieht uns gleich. Er sieht uns. Nicht? Okay, das ist versiegelt. Das heißt, wir müssen erst die Viecher hier runterholen. Das ist die Hochburg von denen, ne? Kann man den einfrieren und dann fällt er runter und ist tot? Ja, mal testen. Keiner gesehen. Ich kann das voll gut.
Oh. Ich dachte eigentlich, hier wäre ein Gefangener drin. Aber Kisten nehme ich auch. Jägerbauplan. Hier wird beschrieben, wie man Sonarbauteile und anderes Material zu etwas Neuem kombiniert. Nutze für Nachbauten die Bauautomatik. Ein Einrad. Cool. Das ist so für ganz Unkreative, ne? Die selber keine Ahnung haben, wie man die Dinge miteinander verbindet. Ich will auch die Bananen haben. Großer Sonnenenergiekristall. Gib mir die Bananen. Alles kaputt machen? Steht da noch was? Nein. Ich will die Bananen. Okay, dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Wir haben eine gute Position hier oben. Da müssen wir dann noch aufs Dach. Es ist schon mal gut, dass wir hier drin sind. Speichern. So. Und dann du da unten. Dich lassen wir brennen. Zu weit. Aber brennen geht doch eigentlich auch mit da, wo wir gerade waren. Entschuldigung. Mit den roten, von denen wir nur 3 Stück haben. Davon werden wir schon noch mehr kriegen. Fand mich gut. Dann weich mal der aus. Mal gucken, wo er lang fährt. Schön. So. Das war einer. Wo sind denn die anderen? Hm? Was ist das da? Wo verstecken sich die? Da ist noch einer. Oh, was ganz Großen unterwegs. Aber du bist draußen, nicht drin. Naja, wir können es ja mal testen. Ich würde mal sagen, das war nicht schlecht. Da war schon viel Gutes drin, aber das geht noch besser. Da liegt jetzt natürlich Loot, ne? So wie da unten. Holen wir uns erstmal den Loot. Dann schauen wir mal, wie wir reinkommen. Habe ich das jetzt schon gelernt? Nee, das war nur das Einrad, ne? Das heißt, es müsste sich rentieren, wenn wir jetzt hier uns einfach irgendwas nehmen. Was haben wir denn vieles und benutzen es selten? Zum Beispiel ein Reiskocher. Vielleicht gar nicht so doof. Dann kriegen wir jedes Mal einen Reiskocher, oder? Ah ne, da muss ja auch da liegen. So, den nehmen wir jetzt. Hier, können wir doch verschönern. Ah, es gibt Dinge, die sind schön. So, wo kommen wir denn jetzt hier rein? Gibt es hier keine Einfahrt? Das ist schon ein krasses Teil, ne? Das nehmen wir vielleicht mit. Ist ja jetzt blöd. Jetzt kommen wir hier gar nicht rein.
Das lief jetzt nicht hervorragend. Und gleich bleiben wir im Miasma stehen, dann hat sich das Ding auch ja, genau. Hm. Doof. Na gut. Da kommt nichts drum rum, wir müssen uns schnell ein Feuer machen. Vielleicht geht's auch anders. Ich mach's jetzt so. Wo ist unser Steinchen? Da. So, hier muss aber irgendwo sich noch einer rumtreiben. Weil wir das Siegel noch nicht gebrochen haben. Freeloot. Jägernotiz. Hinweis zur Fahrsicherheit in Gefährten aus gefundenen Sonarbauteilen. Die meisten Unfälle im Einsatzvehikel entstehen durch zwei Gründe. Beide sind vor Fahrantritt dreimal zu rezitieren. Erstens, Umkippen des Gefährts. Bei Fahrstabilitätsverlust ist das Fahrzeug umgehend zu verlassen. Zweitens, jedwede Verletzung des Fahrers, selbst ein Pfeiltreffer, kann zu Rad-, Achsen- und Knochenbrüchen führen. Ruhm Koga. Kaputt machen. Feuchtsamen. Yay. Aber wir haben eigentlich was Besseres, um da drauf zu hacken. Nämlich dich. 5 Holzpfeile. Da drüben sind auch noch welche. Oh. 10 Holzpfeile. Oh. Lag der oben drauf? Habe ich den nicht gesehen? Ein Doppelschussbogen. Den heben wir uns ein bisschen auf. Das ist... Wie ich nie merke, dass meine Waffe brennt. Das ist schön, was Starkes. Ich glaube, man braucht immer nur einen Pfeil, um trotzdem 2 zu schießen. Ein bisschen hier die Augen offen halten nach diesen Kisten. Die zählen nicht. Nein. Da geht eine Leiter nach oben. Schöner Loot. Was bist du denn? Das hat Bohrer vorne dran. Ach, das ist das Ding, mit dem er gefahren ist. Das lässt sich voll schwer steuern. Also ich drücke nach hinten. Ihr habt mir ja geschrieben, man kann auch rückwärts fahren mit den Teilen. Das habe ich jetzt aber nicht drinnen, ne? Nee, das ist ja das Einrad. Das wird es nicht drehen kann. Jetzt habe ich das zweimal drin, weil ich das... Kann man das löschen? Ich hätte dich aber gerne. Du hast einen Bohrer. Aber kann ich nicht auch? Halt, stopp. Kann ich jetzt nicht auch einfach das nehmen? Mach's ab. Okay, ich kann's nicht zerlegen. Na gut, ich dachte, ich mach was ab, baue es wieder ran und bin total schlau. Kann man auch nach oben? Hier können wir uns Dinge bauen. Hier können wir uns Dinge bauen. Komm mal mit, kleine Lampe. Wo ist denn das Gefährt? Wo habe ich es denn geparkt? Da. So. Dann. Hier. Rückfahrt. Es muss ja auch verkehrstauglich sein, ne?
So. So. Hat wahrscheinlich überhaupt keinen Nutzen, dass ich das tue. Aber egal. So. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Haben die gar kein Siegel gehabt? War das gar nicht wichtig? Da waren wir drinne. Geht auch eine Leiter hoch. Gehen wir mal zu der Leiter. Tja. Sind wir jetzt hier fertig? War es das schon? Das war ja jetzt nicht so. Für was habe ich denn die anderen kaputt gemacht? Hätte ich mich von unten hochkämpfen sollen? Das Spiel hat einen ja außerordentlich aufgefordert, sich nach oben gleiten zu lassen und von oben zu kommen. Tja, ich würde sagen, das ist hier fertig. Wo gehen wir denn jetzt hin? Den gehen wir raus, nehmen unser tolles Gefährt und fahren zur nächsten Statue. Das. Statue? Oh, wo haben wir es denn jetzt stehen lassen? Oh no. Oh je. Ich könnte schon wieder hier Pfeile kaufen gehen, ne? Bin ich zu weit? Wieso treffe ich immer den einzigen Baum in der Prärie, der vor mir im Dunkeln steht? Wieso? Kann doch nicht sein. Boah, es ist dunkel da unten. Na gut, da ist unser Gefährt. Haben wir ein bisschen was geschafft in der Folge, ne? Grundlegend war es, glaube ich, ein bisschen ruhiger von Empfindung her, aber wir haben Dinge geschafft. So. Ist schon blöd, wenn man das mitten im Meer erstmal stehen lässt. So, dann holen wir uns beim nächsten Mal da hinten die Irrlichter, die dann auch rechts ums Eck sind. Und dann werden wir der Statue weiter folgen. Und ja, wie gesagt, ich habe euch ein paar Fragen gestellt. Schreibt gerne mal, was ihr dazu meint. Ob ihr euch ein paar andere Videos wünscht oder ein FAQ oder sowas. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche, einen schönen Tag, einen schönen Freitag. Macht ein schönes Wochenende draus. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.